Ja, einen wunderschönen guten Abend. Es freut mich, dass ihr hier heute so zahlreich erschienen seid. Es ist mir eine große Ehre, No Master, Hanne Meil and Jutwild hier live und in Farbe auf der Bühne zu präsentieren, welche mit ihrem Talk Freitagsfu gestern, heute und morgen mal zeigen, was so passiert. Und ich bin gespannt. Einen großen, warmen Applaus bitte. Son? Ja, vielen Dank. Also nochmal zum Mitschreiben, das ist Hanemil, das ist Ötwild, auch wenn das Mitschreiben dann nicht immer einfach ist. Ja. Und ich bin der No Master. Wollen die Farben sollten wir vielleicht noch arbeiten? Ja, wow. Also ich finde das interessant. Die Geschichte ist ja so, ich habe mal so ein Plakat gemacht für den Freitagsfu und dann ist das ein Fehldruck gewesen. Ich habe das dann trotzdem aufgehängt und dann kam irgendwann ein sehr engagierter junger Hacker vorbei und meinte, ich mache da jetzt eine App draus. Und ich habe dann halt von dem Plakat genommen. Die Farben 1:1 abgepinnt von diesem Fehldruck. Und deswegen haben wir jetzt diese Farben. Ja. Also ihr dürft es uns danken. Das ist hier diese Software. Zeig mal kurz, erzähl mal was. Ja, also so sähe das aus, wenn jetzt ein Freitagsfu wäre, mit genau einem Vortrag, nämlich unserer. Das Datum ist nicht Freitag, aber es ist der Software egal. Und wenn es Moderatoren-Gerbel stellen Sie da. Heute ist Fix Me Moderator. Das ist eins der Probleme gewesen. So. Genau. Ja, ich bin zuständig für das Gestern. Wie so oft ich bin der Älteste hier. Ja, wir sind vom Chaosdorf. Das ist ja ein Erfa, der schon seit relativ lange existiert. Mindestens seit 2001, weil Düsseldorf, so habe ich mir, also da war ich noch nicht dabei, so noch nicht mal dafür bin ich alt genug. Dafür habe ich mir sagen lassen, dass 2001 der erste Easter Hack außerhalb Hamburgs in Düsseldorf stattgefunden hat. Das können wir den damaligen Menschen, die das Chaosdorf gegründet haben, danken. Das hat uns zu Weltruhm geführt und zu vielen, ganz vielen interessierten Menschen, die vorbeigekommen sind. Und damit diesen interessierten Menschen auch eine Anlaufstelle gewährt wird, hat er sich dann schnell eingebürgert, dass Freitag der Abend ist, an dem im Chaosdorf einfach Menschen da sind und sich austauschen über das, wie man so sagt, chaosrelevante Zeug, das da so passiert ist in der Woche oder generell in den Köpfen, auf der Straße, in den Parlamenten, ja, sich darüber auszutauschen, was die Technologie so gebietet, was deren Folge so abschätzungsweise so gebären wird. Versteht ihr? Achso, genau. Das, und das ist halt auch, sich das Ganze ein bisschen öffnet, dass wir halt Menschen, die von außerhalb kommen, eine Möglichkeit geben, zu verstehen zu bekommen, was der Chaos Computer Club ist, was der ausmacht. Ja, der Chaos Computer Club, das sind ja die Menschen und das, was sie bewegt, die Projekte und dass diese Gäste bespaßt werden, also dass sie nicht einfach in der Ecke abgesetzt werden und dass sie dort mit sich selbst klarkommen müssen und der Welt, sondern dass diese Gemeinschaft sich ein bisschen öffnet. Ja. Genau. Da fehlte was. 2011? Was? Was? Ach so, okay. Da war vorhin so eine Jahreszahl mit einem Fragezeichen, die habe ich übersehen. Wir wissen nicht genau, wann das Freitagsfu angefangen hat zu heißen. Genau, das meinte ich. Ich habe eben den ältesten Menschen, der bei uns noch irgendwie unterwegs ist, hier gerade gefragt, wann das angefangen hat, und er sagt, weiß ich nicht mehr. Deswegen steht hier ein Fragezeichen. So, okay, das wollte ich noch dazu sagen, genau. Das haben wir schon. Noch einmal, oder? So, jetzt sind wir 2011 umgezogen in neue Räume. Neue Räume, das war immens für uns, weil wir dann von, ich glaube, 40 Quadratmetern auf 180 gewachsen sind. Und wir haben in der Zeit auch recht viel Aufmerksamkeit bekommen. Wir haben eine riesen Eröffnungsparty geschmissen. Wir waren dann irgendwie so ein bisschen in der linksalternativen Stadtpresse so, sind wir mal so durchgekommen. Ganz viele Leute aus anderen Läden vorbeigekommen, ganz viele normale Leute, wie man so sagt. Und wir haben uns dann damit beschäftigen müssen, dass das mit dem Freitagsfu ja dann doch nicht so einfach ist. Wir haben mehrere Räume und nicht mehr nur noch einen. Wir haben ganz viele Leute, die da sind. So viele Leute, dass gar nicht mehr ersichtlich ist, wer von den Menschen jetzt eigentlich das erste Mal da ist und wer nicht. Und dass es natürlich schwierig ist, jeder, der sich mit Netzwerken und Cluster-Services beschäftigt, weiß das, ein Quorum zu errechnen, wird bei vielen Teilnehmern möglicherweise schwierig. Also wer kümmert sich denn jetzt eigentlich? Eine Eskalation, die wir halt herausgefunden haben, ist,
dass es eine Hürde gibt für Vortragende. Also es ist halt irgendwie immer mehr intimidating, wenn man immer mehr Leute da hat und gar nicht weiß, wann legt man jetzt los mit dem Zeug hier. Wer kann denn mal was erzählen? Wie finden wir heraus, wer was erzählen kann? Was ist das Thema? Ist das angemessen? Ist das gefragt? Interessiert das hier überhaupt jemanden? Wenn da halt so viele Leute sind, die alle mit sich selbst beschäftigt sind, anscheinend. Ja. Und das andere Problem ist halt, was häufig entstanden ist, wir haben eine Sofaecke vorne, Menschen kommen rein, setzen sich dahin und lernen andere Menschen kennen, die auch alle zum ersten Mal da sind. Das ist vielleicht interessant dann für den Moment, aber das bringt die Gruppe und nicht unbedingt weiter, vor allem nicht in der Hinsicht, wie sich diese Gruppe öffnet der Öffentlichkeit gegenüber. Ja, wir haben dann aber für diese Probleme Lösungen gefunden und da gebe ich mal gerne an die jüngeren Menschen hier wieder das Wort. Genau, 2015 kamen dann Leute auf die Idee, hey, wir müssen was ändern. Es kam dann so zu Problemen, dass einfach so, wie Mick gerade erklärt hat, so Inseln entstanden sind, ein Grüppchen, die dann einzelne Sachen gemacht haben. Und man will natürlich an einem Freitagsfood das Wissen von allen mit allen irgendwie teilen. Und deshalb haben wir gesagt, wir müssen eigentlich diese Gäste, die dann irgendwie in unseren Space reinkommen, besser aufnehmen. Sprich, wenn jetzt irgendein Gast in unseren Space reinkommt, haben wir gesagt, da geht jetzt irgendjemand hin und gibt ihm erstmal eine Führung, was das hier alles ist. Fängt an, den irgendwie aufzunehmen im Grüppchen und versucht einfach mit dem zu interagieren. So. Was dann noch interessant wurde, war, wenn jetzt irgendeine neue Person in den Space reinkommt, die kann super interessante Sachen machen, nur wenn ihr zum Beispiel neu in den Space reinkommt, sagt ihr doch auch nicht direkt, hey, ich möchte jetzt hier einen Vortrag halten und haltet einen Vortrag. Und das ist wirklich so eine harte Schwelle, wo man erstmal rüberkommen muss, denn einfach so direkt einen Vortrag halten ist schwer. Ihr geht ja jetzt auch nicht hier in irgendwie eine Assembly rein und sagt, ich halte jetzt hier einen Vortrag. Und deshalb kam es irgendwann dazu, dass man dachte, hey, wir brauchen einen Moderator. Eine Person, die sich irgendwie auskennt, alles vorbereiten kann, sagen kann, hey Leute, es ist jetzt, wie gesagt, irgendwie 21 Uhr und wir wollen jetzt irgendwie Vorträge halten. Und hier haben wir diese Person, die Vorträge halten wollen. So, das haben 2015 irgendwelche Leute in einem Plenumsprotokoll einmal verschriftlicht. Das klang alles super, die Ideen waren perfekt, nur das hat erstmal nur eine Woche gehalten. Und das war nicht so toll, denn eine Woche, okay, ja, es war schon mal ein guter Anfang, aber man muss es halt wirklich schön durchziehen. Und das ist eine der Sachen, die dann wirklich schön weitergezogen wurde, und zwar dieses Jahr. Und der Niklas, der hat ein super schönes, also ja, interessantes Dashboard dafür gebaut, also mit Hilfe des Infobeamers, den ihr hier auch überall sehen könnt, wo die ganzen Vorträge zum Beispiel angezeigt werden. Sprich, wenn irgendjemand reinkommt, sieht er, ah, wir haben jetzt hier einen Vortrag. Und zwar von dem und dem, es geht über das und das Thema. Und hier unten haben wir auch noch so einen Link, wo dann zum Beispiel selber Vorträge hinzufügen kann. Hier sehen wir auch zum Beispiel Fix Me. Hier wurde dann, also hier steht dann der Name der Person, die das Ganze moderiert. Sprich, wenn man neu in den Space reinkommt und sagen möchte, hey, ich möchte einen Vortrag halten, dann kann man sich zu der Person irgendwie durchfragen. So und so soll das alles super schön besser funktionieren. Wir haben das jetzt im letzten Jahr, halben Jahr ungefähr mal weiter durchgezogen. Sprich, wir haben einfach gesagt, hey, unsere Vorträge, es werden immer weniger, weil die Hemmschwelle ist halt da, wir werden immer mehr. Die ganzen Probleme, die wir vorher genannt haben, treten immer mehr auf. Und deshalb haben wir gesagt, das müssen wir ändern und es wurde geändert. Und der Niklas kann euch jetzt ein bisschen was dazu erklären, nämlich wir haben viele Sachen geändert und ja, lassen wir einfach mal Niklas genau. Da ein bisschen was drüber sagen. Also die Konzepte gab es 2015 schon, aber sie wurden halt größtenteils nicht umgesetzt. Das Problem halt, wenn man die Moderationsrolle in der Woche vergibt und dann fragt, wer das macht, dann meldet sich niemand. Was wir dagegen getan haben, ist, wir haben ein Moderationsteam, also 5 Leute, wir drei und Gabriel und Tofu Keks, die dann halt, wenn sie anwesend sind, das tun, dann ist es auch vorher klar. Zusätzlich haben wir auch noch Leute, die in der Küche aktiv sind. Das ist es, wenn es ja auch jeder, aber eine gewisse Anzahl macht das regelmäßig. Software regelt das Ganze auch noch. Das Dashboard, was wir eben gesehen haben. Die Daten dazu kommen aus dem Chaosdorf Wiki, das letztendlich jeder bearbeiten kann und seinen Vortrag da eintragen kann. Und es wird dann halt auf dem Dashboard angezeigt. Zusätzlich gibt es für die Moderation eine interaktive Checkliste, die halt dafür sorgt, dass man zum Beispiel nicht vergisst, das Pult nachher wegzuräumen oder den Beamer anzuschalten oder sowas. Ja. Ja, das mit dem Kochen habe ich noch gar nicht erwähnt gehabt eben, das habe ich vergessen.
Wir haben gemerkt, als wir in den neuen Laden umgezogen sind, wir haben jetzt eine Küche. Also wir haben uns überlegt, was ist denn das Erste, was wir brauchen neben einem Hackcenter? Und das war für uns die Küche. Weil das das unmittelbarste Problem ist, das alle Leute haben. Sie müssen was essen. Weil das die ursprüngliche Technologie ist, die wir haben. Was kochen wir? Wie kochen wir es? Wie schmeckt es? Wie können wir die Bedürfnisse jedes Einzelnen berücksichtigen? Dass die Leute sich aufgenommen fühlen, dass die Leute sich zugehörig fühlen und dass die Leute nicht alle immer damit beschäftigt sind, mit ihrem Bedürfnis, wo sie jetzt Pizza bestellen, wo sie jetzt den Döner kaufen und so weiter, sondern dass sie das aus einem Topf machen. Und dieser eine Topf ist halt auch ein ganz wichtiger Faktor für unseren Freitagsfu. Am Anfang war das immer so eine Doppelspitze, der Doc und ich. Der Doc macht mehr so die Moderation, ich mache mehr so die Küche. Aber das ist natürlich auch ein Skalierungsproblem. Wenn das halt jeweils eine Person ist, dann ist das ganz schön der Burnout auf Dauer. Und es hat uns geholfen, dass wir aus diesen beiden Punkten dann erstmal Teams gebildet haben. Ich bin dann auch gar nicht mehr Mitglied von diesem Küchenteam. Das machen jetzt andere Leute und die machen das wundervoll. Ihr könnt sie auf Twitter verfolgen. Ja? Da gibt es dann immer Ankündigungen, was gibt es heute im Chaosdorf zu essen. Ihr könnt einfach vorbeikommen, essen gegen Spende. Genau. Und ihr könnt euch dort die Fotos angucken von dem fertigen Essen. Ja. Und die Software, naja, das ist natürlich, das ist quasi das Tool des Moderationsteams, das ist die Küche des Moderationsteams, die ist dadurch auch irgendwie sichtbarer geworden und das ist so dieser Zusammenhang, das hat uns weitergebracht. Genau. So. Sollen wir kurz was zu der Software sagen, ein, zwei Sätze? Ja, natürlich. Also, ich wollte nur eine Fußnote machen, weil wir noch ein bisschen Zeit kurz haben. Zu dieser Software noch. Also das Problem ist, wenn du Moderator bist, dann musst du erstmal herausfinden, was du überhaupt tun musst. Also stehst du dann da, sagst, hey, wir halten jetzt Vorträge oder machst du mehr? Wir hatten am Anfang eine 20-punktige Stichliste. Genau. Das war etwas anstrengend, weil dann steht man da, hat diese riesige Stichliste und muss dann Stück für Stück für Stück alles einmal durchgehen. So, und der Niklas hat dann so eine schöne kleine Anwendung geschrieben, die im Prinzip einen da durchleitet. Sprich, die sagt, hey, wir wollen jetzt einen Freitagsfuhr halten. Sprich, du packst das Pult einmal nach vorne, damit Leute sich an das Pult stellen können. Was muss man noch machen? Zum Beispiel den Beamer anschalten. Ethernet-Kabel irgendwie bereitstellen, ein bisschen HDMI, ein bisschen VGA, damit die Leute einfach ankommen können und sagen können, okay, ich halte jetzt einen Vortrag und nicht erstmal eine halbe Stunde da sitzen müssen und herausfinden müssen, wie der Space funktioniert. Und durch diese kleine Anwendung funktioniert das alles echt super, weil wir haben nicht mehr das Problem, keiner weiß, wie es funktioniert, sondern wir werden einfach durchgeleitet und es funktioniert. Ja. Ja, es gibt ansonsten auch in unserem Chaosdorf-Wiki eine Seite zum Freitagsfu, die ziemlich viele Details beinhaltet. Leider auch noch wenig Bilder, die müssten wir mal machen. Und eine immense Sammlung. Ihr könnt eigentlich das Programm von fast jedem Freitagsfu, wenn nicht irgendwie wegen Verpeilung, das nicht im Wiki eingetragen wurde, ist passiert, nachlesen. Ihr werdet sehen, was für verrückte Themen da zusammengekommen sind. Themen, wie funktioniert das Stromnetz? Das gab es hier auch gestern, glaube ich, ne? So die Richtung. Wie schmeckt Radiergummi? Wie schmeckt Radiergummi? Ja, genau. Die kulturelle Relevanz des Fliesentisches. Das langsamste Experiment der Welt. Aber natürlich auch die üblichen Nerd-Themen. Diese Programmiersprache, diese exotische Programmiersprache, diese veraltete Programmiersprache. Also man kann sich halt mit allem beschäftigen und diese Reichhaltigkeit, diese Diversität von Themen halt auch immer wieder sichtbar zu machen, das ist uns sehr wichtig mit dem Freitagsfu. Ja. Und ich glaube, wir haben noch ein paar Minuten für Fragen, oder wollt ihr uns erzählen? Ja, warum nicht, ne? Also wir hoffen darauf, dass ihr jetzt noch ein paar Fragen habt, dass das Internet, das ist ja auch da. Hallo Internet. Hallo. Hallo. Wenn ihr Fragen habt, dass ihr das gerne uns mit löchern. So, also die erstmal einen warmen Applaus. Mikrofone sind dort und dort und an den Seitenteilen. Gibt es ein Zeichen aus dem Internet? Nein. Jetzt würde ich gerne, weil wenn es keine andere Frage gibt, habe ich ja das Glück, dass ich hier alles fragen darf, was ich immer schon wissen wollte. Wenn es bei euch, ich komme neu an. Was ich erstmal spannend finde, dass ihr diesen Integrationsprozess sozusagen so ein bisschen institutionalisiert habt. Also als ich vor 9 Jahren zum ersten Mal in Berlin beim Club ankam, hatte es eher so Fight Club-Gefühl. Ich stehe vor der Tür und alle ignorieren einen. Darum finde ich voll gut, irgendwie sowas gemacht zu haben. Nur jetzt gab es hier die Sache mit den Vorträgen einreichen. Ja. Habt ihr dann wie so eine Art Queue, wo alle Leute können was eintragen? Und wenn ja, wie geht denn dann so die Selektion, welche Vorträge wann wie irgendwie passieren? Also eine Queue haben wir nicht, wir haben halt... Sorry für den weißen Hintergrund. Ja. Es ist sehr hell auf der LED-Leinwand. Oh, ich habe hier extra Redshift an. Also wenn wir hier so einen Freitagsfu im Kalender eintragen, dann sieht der halt so aus. Also das ist so der Wiki-Eintrag zu einem Freitagsfu. Mach mal Ctrl Plus. Na, vielleicht nicht so oft. Das klappt nicht ganz.
Also was ihr gesehen habt, vielleicht ist der Ötvild hat auf den Link geklickt. Genau. Also hier die Chaosdorf-Seite. Das ist unser wunderbares Wiki. Hier oben ist eine wunderbare Zeichnung unseres wunderbar chaotischen Raumes. Wenn jetzt Freitagsfu wäre, dann wäre der Freitagsfu als aktueller Termin auch oben. So. Damit sind wir jetzt auf der Seite des Freitagsfu. Also falls ihr am 4. Januar in Düsseldorf seid, tragt euch da ein. Ne? So. Und da unten haben wir so einen Knopf Add Your Talk hier. Da kann sich jetzt theoretisch hier einfach eintragen, sagen, hey, ich würde gerne über dieses und dieses Thema einen Vortrag halten und dann vielleicht eine kleine Beschreibung oder so dahin packen. Genau. Also irgendwie einen Auswahlprozess oder sowas haben wir nicht. Wenn es zu viele Talks sind, brechen wir das halt irgendwie nach einer Stunde ab, das Ganze, und verschieben das dann auf nächste Woche. Aber genau. Uns ist es wichtig, nicht jetzt hier die unheimlich großartigen Qualitätsvorträge zu haben. Wir sind natürlich unendlich dankbar, wenn das dennoch passiert. Ja. Wir möchten aber einfach, dass Menschen überhaupt die Bereitschaft zeigen, mal vor der ganzen Gruppe zu erzählen, was sie tun. Weil das natürlich auch so ein Messaging-Problem ist. Man kann nicht irgendwie rumrennen und alle Leute mit seinem Thema nerven, bis man endlich denjenigen gefunden hat, den das auch interessiert. Einfach mal kompakt, schmackhaft rüberbringen, was einen gerade bewegt, ist halt da die Möglichkeit. Ja. Also so sieht das aus, wenn da Vorträge drin stehen. Genau. Und wo wir gerade bei schmackhaft sind, ist das eine Frage? Da auch nicht. Dann nehme ich direkt wieder die nächste, weil schmackhaft, ich fand gerade die Idee mit der Küche und die so ein bisschen mehr reinzunehmen, ist eigentlich auch der genialste soziale Hack, den man so machen kann. Weil selbst wenn ich jetzt nicht irgendwie so der Shell-Skripter bis zum Anschlag bin, kann ich immer noch der geilste Küchenwizard sein. Hattet ihr mal so einen Fall, wo jemand kam, der dann irgendwie so sagt, boah, was habt ihr hier bitte für eine geile Küche? Der sozusagen eigentlich eher wegen der Computersachen kam, aber dann sozusagen so fast schon so zum sozialen Mittelpunkt ist, der Koch-Experience wurde, weil es ist ja ein geiler Entfaltungsraum auch, sozusagen Leute, die man auch irgendwie impressen will, dann vielleicht mit seinen geilen Kochskills zu überzeugen. Also ich kann da vielleicht erzählen, wie ich den Rashid kennengelernt habe, nämlich ich bin halt regelmäßig einkaufen gegangen für den Freitagsfu in dem Bio-Supermarkt nebenan und da ist eine Person, die ist halt immer unheimlich charmant und hat mit einer eigentlich schon überqualifizierten Fähigkeit ja, die Brötchen verkauft an der Brottheke und hat dann halt mit mir das Thema Veganismus bequatscht und wurde dann interessiert an dem Freitagsfu und dem Kochen dort und an dem Chaos Computer Club, weil er ohnehin schon interessiert war, aber dann halt festgestellt hat, darüber gibt es vielleicht eine Zugangsmöglichkeit. Und es ist tatsächlich nach der Arbeit vorbeigekommen und es hat sich herausgestellt, dass es ein sehr fähiger, damals studierender Künstler ist, der in der Kunstakademie ist, zugegen war zu der Zeit und der dann halt vorbeigekommen ist und jetzt ist er Mitglied. Ja, ja. Ja, super, ne? Essen bringt zusammen, Liebe geht durch den Magen, Nerdtum geht durch den Magen. Darum, wenn nicht noch weitere Fragen von draußen sind, aus dem Internet... Nein, dann würde ich an der Stelle sagen, bitte nochmal einen herzlichen Applaus für die Kollegen vom Chaosdorf und einfach die Tipps befolgen. Also ich würde sagen, super geil. Wenn euch das Thema weiter interessiert, wir sind jetzt bei unserer Assembly Chaosdorf. Kommt also einfach vorbei, ihr bekommt eine Führung. Die ist jetzt nicht ganz so spannend wie die Führung, wenn ihr wirklich in Düsseldorf vorbeikommt. Und auch dazu lade ich euch herzlich ein. Ja, ja, wunderbar. Dann noch weiter kämpfen für den Weltfrieden und viel Spaß heute Abend, morgen den Tag und im Zweifelsfall natürlich danach die Tage, das ganze Jahr auch. Ne, wir sehen uns nächstes Jahr. Tschüss.